Und es geht weiter mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Wir sind wieder hier in Mexiko unterwegs. Also, legen wir los. Tja, ich habe gerade noch mal geschaut. Es gibt ja diese Schrotflinte hier. Guck mal eben meine Flinten. Ich glaube, es ist viel zu laut. Kann das sein? Es gibt ja diese Schrotflinte hier von vor Ort und die kostet 45.000. Das passt ja genau. 50.000 habe ich zusammen. Also, gekauft den Ballermann. Jetzt haben wir noch 5.000 übrig. Wir schauen mal eben nach kompatiblen, ja, Gegenständen. Die Flinte, den Aufsatz, das können wir uns noch nicht holen. Da haben wir noch nicht genug Skillpunkte bei den Flinten drin. Was aber ganz wichtig ist, ist natürlich Vogelschrot. Da gehen wir rein. Eins, zwei, oh, wir haben sogar schon. Wir haben sogar noch von anderen Flinten. Das ist ja perfekt. Das heißt, das reicht auch. Wir sparen uns den Rest. Ich rüste erstmal die Waffe komplett aus. So, und damit sind wir auch schon ausgerüstet. Das heißt, wir gucken mal eben, was wir jetzt im Inventar haben. Ha, wir sind noch nicht komplett ausgerüstet. Uns fehlt ja noch der Ballermann. Habe ich noch gar nicht reingezogen. Lager. Munition ist schon drin und hier ist der neue Gerät. Sehr schön, der neue Ballermann. Und dann müssen wir jetzt natürlich mal schauen, wie wir das ausrüsten. Ich würde sagen, wir fangen an, dass wir das Gerät auf die 1 legen. Ich sortiere das ja immer nach Klasse sozusagen. Das heißt, die geringste Klasse ist dann immer bei mir auf der 1. Munitionsklasse bzw. Tierklasse 2 und 3 und so weiter, ne? Und dementsprechend bastel ich mir das halt so zusammen. Also auf 1, ich glaube, die kommt dann auf die 2 und die wäre dann hier auf der 3. Gucken wir mal eben nach der Munition. Die kommt natürlich raus. So, Kaliber 44 haben wir also eine empfohlene Klasse 3 bis 8. Das heißt, das wird der Ballermann sein für die Weißwedel. Dann haben wir hier die Munition gar nicht dabei für die 357. Die holen wir uns jetzt gleich nochmal. Und wir nehmen natürlich für die 1, genau, das Vogelschrot. Wir könnten auch, und das ist spannend, das werden wir wahrscheinlich auch nochmal testen, die Slug-Munition, also Kaliber 16. Flintenlaufgeschoss, das Teil werden wir auch mal für die Weißwedel testen. 4 bis 7, auch nicht schlecht. Reposten 2 bis 4, das Teil können wir laden, wenn wir dann zum Beispiel auf einen Kojoten oder sowas treffen. Das werden wir dann auch mal testen. Die Schweine sind hier auch mit abgebildet, das heißt, wir haben jetzt schon eine ziemlich große Spanne an Möglichkeiten, fangen allerdings an hier mit dem Vogelschrot. Und dann schnappen wir uns jetzt nochmal eben die passende Muni. Munition ist doch bestimmt noch im Lager für die 375. Hier ist sie ausgerüstet. Wir haben kein Visier. Wir haben also keine Möglichkeit, jetzt irgendwie näher ran zu zoomen. Bedeutet in dem Fall, wir haben zwar hier viel freie Fläche, viele Möglichkeiten auf Distanz auch schon zu scouten, aber wir müssen näher ran. Das bedeutet effektive Reichweite. Hier kommen wir auf maximal, ich sag mal so 75, hier auch und auch hier. Also wir sind komplett eher auf maximal 75 Entfernung, 75 Meter. Alter, das ist aber auch ein brachiales Gerät, ey. Alter, was eine Wumme. Mit 5 Schuss. Ich muss einfach mal drauf ballern. Ich würde sagen, wir ballern mal eben drauf. Wir haben, wir haben 9 Uhr morgens. Die Zeit könnten wir eigentlich nutzen, ne? Die Zeit könnten wir nutzen. Was sagt der Wind? Der Wind sagt, Alden gehen Richtung Norden. Also machen wir uns auf in Richtung Norden. Vielleicht da oben hin. Vielleicht kommen wir bis da oben hin. Das wäre doch nicht so schlecht. Nächstes Gebiet. Hier ist bestimmt auch noch irgendwo ein Lager, ein Camp. Ich würde sagen, wir machen uns da auf den Weg. Aber ich muss einfach mal testen, wie der Ballermann so reinholzt. Also es ist relativ langsam.
Er braucht ziemlich lange, bis ich ihn im Visier drin habe. Ei, ei, ei. Wie ist das mit den anderen? Pistole. Ah, doch. Ja. Aber man muss schon. Und dann gib ihm. Gehen wir mal aufs Kanu. Uff. Okay. Alter, was ein Ballermann. Da vorne waren Hasen. Wir gehen mal hin. Tja, jetzt stehe ich hier auf so einem einsamen, dicken, fetten Fels. Und keine Hasen mehr in Sicht. Aber hier ist eine ganze Gang Schweine. Alter. Ich würde sagen, wir machen so eine Kurve an den Schweinen vorbei und dann weiter Richtung Norden. Das wäre ja der Burner. Endlich mal die Picaris, die winzigen Schweine hier in Mexiko, schon mehrfach gehört und auch gesehen. Aber jetzt, guck mal hier. Jawohl. Eine ganze Gang, Stufe 4. Und das ist auch mächtig close. Aber die lassen wir jetzt außer Acht. Stufe 4. 124er Trophäe. Was haben wir da? Stufe 3. Stufe. Also wir haben tatsächlich den dicksten Otto direkt hier vorne rechts stehen. Da ist er. Oder ist da noch irgendwo was? Nee, ne? Ich sehe bloß gerade, das ist ja hier, da ist ja so eine Schlucht. Das heißt... Ja, Alden, dann geh doch weg. Schrei doch hier mal nicht so rum, ey. Wo waren sie jetzt hier, die Picaris, ey? Da. 100 Halsband-Picari. 160 Meter, 150 Meter. Heikel das Ganze. Wie machen wir das? Wie gehe ich denn da jetzt dran? Halsband-Picari. Wegen dieser Schlucht, Alter. Das ist ja unangenehm. Das ist ja alles freie Fläche. Und auf 150 Meter habe ich jetzt keine Waffe dabei, die auf die Distanz tödlich trifft. Partout nicht. Ich müsste mich anrobben. Anrobben? Pistole wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Ich guck noch mal eben kurz rein gleich. Die müssten ja eigentlich auch Stufe 4 sein. Ei, 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 ei. Das ist ja jetzt geil, ey. Das ist ja jetzt geil, ey. Guck mal, da sind sie. Genau, sie sind Stufe 4. Klasse 4. Da ist er. Ja. Und er macht auch schon... Nee, war ein Brunftschrei, okay. Stufe 3, Stufe 4. Das war ein Brunftschrei. Er ist der erfahrenste von allen und dementsprechend auch sehr, sehr scheu. So, jetzt hier schön wieder in Deckung gehen, komplett unsichtbar. Sehr gut. Und dann können wir von hier aus nochmal eben ein bisschen schauen. Also, wir haben jetzt hier eine Entfernung von 120 Metern. Ich könnte versuchen, sie anzulocken. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Halsband-Picari steht mit drin. Also, ich könnte sie versuchen anzulocken. Und dann würde ich allerdings jetzt in dem Fall die Waffen umstellen. Ich würde jetzt hier von der Munition auf... Guck mal hier, das ist 4 sogar. Ich würde sogar auf die Slug-Munition gehen. Zack. Der Ballermann wäre auch... Ich könnte mit... Aus allen Rohren könnte ich feuern. Ja. Aber ich glaube, primär werde ich hier mit der Schrotflinte reingehen. Also, so machen wir das. Ich bleibe jetzt hier in meinem guten, wirklich guten Versteck.
Ist es wirklich so gut? Geht so. Ich muss hier vorne eher hin. Ich gehe mal runter. Ich muss hier vorne hin, damit ich, damit die hier nicht über die Kuppe kommen und vielleicht unterhalb der Kuppe schon stehen bleiben oder verscheucht werden. Das heißt, ich robbe jetzt da vorne ins Gebüsch. Die kommen den Hang da vorne runter. Und wenn sie unten im Tal sind, dann gib ihm. So, auf die Art. Aber wenn sie erst hier rauf müssen, dann kommt oben der erste Schuss schon und die hinteren, die sehe ich gar nicht erst und dann hauen sie schon wieder ab. Nee, 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 das machen wir nicht. Also hier vorne ins Gestrüpp. Ist das krass, ey. Ist aber auch so eine geile Area, ne? Ohne Scheiß. Immer wieder und immer wieder. Echt eine meiner liebsten Maps zurzeit. Mega gut, ey. So. Perfekt. Und jetzt sind wir hier vorne im Gestrüpp. Ich hoffe, ich kann mich hier gleich hinhocken. Ja. Das sieht auch alles ganz gut aus. Siehst du mal. Wenn wir jetzt hier hocken. Ich könnte. Nee, nicht stehen. Nee, nee. Oh, hä. Da war ich sogar komplett sichtbar. Aber hier ist doch perfekt. Immer noch unsichtbar. Ich muss sie auf nur noch unter 100 Meter anloggen. Das ist unser Ziel. Primärziel. Und wir legen los, würde ich sagen. Gucken wir mal, was sie machen. Neutralisierer drauf. Der Wind ist... Oh, danke. Nee, ne? Der Real Red Rocker hat sich hier einfach mal ins Video reingemogelt, Alter. Hast du fein gemacht. Dankeschön fürs Follow. So. Und jetzt machen wir hier nochmal schön Alarm. Brunftschrei, jawohl. Komm ran, hier wird gebrunftet. Ob die Pikaris gar nicht hören können? Na doch, die haben Ohren. Aber die sind einfach extrem lazy, ne? Die machen einfach Siesta gerade. Oh, guck mal hier. Und ein Weibchen denkt sich, oh geil, Alter. Ein bisschen knattern, finde ich gut. Oder sind die zu weit weg? Muss ich auf unter 100 Meter kommen? Nee, nee, da geht's los. Da geht's los. Jetzt wird die Gang auf einmal aktiv. Sehr schön. Jawohl. Er brunftet ins Tal hinein. Wo ist er, der Otto hier? Der Primär. Da oben ist er. Der Primus. Ist natürlich immer tricky, ne? Die sind hier schon auf 70 Meter und er ist immer noch zaghaft auf 100. Aber sie kommen. Schön im Blick behalten. Es ist halt wichtig, dass sie jetzt nicht zu sehr hier rüber gehen. Das wäre halt wirklich mies, Alten. Weil der Wind halt wirklich knapp in diese Richtung schon geht. Oder ich müsste mich schnell noch verlegen. Ins nächste Ding hier. Direkt in den vorderen Busch nochmal rein. Jawohl, jetzt gehen sie ein bisschen weiter nach rechts. Das ist gut. Ich kann so ein bisschen schnell rüber robben. Noch weiter nach links. So, weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Komm.
Sehr schön. Ja, komm ran hier. Wo ist er? Wo ist der Ober-Otto? Ist er das? Nee, 100 noch was muss er sein. Er hier ist es. Er ist auf Entfernung. Er ist auf 60 Meter. Ist noch nicht ideal. Ich glaube, ich schieße gleich von hier aus jetzt. Ja, ist eine gute Position. Ich bin auf 50 Meter hier. Wir nehmen die Slug-Muni. Boah, Alter, da halte ich aber noch mal ein bisschen hinter. Was für ein wilder Ballermann aber auch, Alter. Was für ein wilder Ballermann. Alter, ich bin ja hier John Bon Rambo, Alden. Leck mich fett. Was eine Flinte. Alter, ich werde nur noch rumflinten. Siehste, da ist er. Auf Entfernung, Alter. Auf Entfernung 48 Meter mit dem Slug-Geschoss, Kaliber 16 Geschoss, Lunge, Herz, Lunge, auf das Picari. Es sieht ein bisschen eigenartig aus, Alden. Was hat er denn hier für komische Verfärbung? Das Picari sieht gerade ein bisschen sehr modern aus, wie so ein modernes Kunstwerk. Krass. Sehr, sehr schön. Er ist, glaube ich, ein bisschen verfärbt durch das reflektierende Blut unten drunter. Oder sieht das Fell gerade so aus? Egal, passt schon. Goldwertung, Picari, super getroffen. So muss das sein. Mitgenommen. Ja, und dann kommen wir hier natürlich auch direkt zu den beiden anderen Picaris. Auch hier noch eine Silberwertung bekommen, ist natürlich mies von hinten getroffen, aber auch da Wirbelsäule zumindest direkt durchschlagen und sehr schnell gelegt. Und was haben wir dann hier als drittes auch nochmal beim Wegrennen? Ne, doch, war von vorne sogar noch. Durch Schulterblatt durch, mit dem Geschoss, alles weitgerecht, zack in die Lunge rein. Aber auch hier diese komische Verfärbung, also offensichtlich sind die Picaris farblich so ein bisschen eigenartig gerade. Aber schöne Viecher. Kann man machen. Kann man machen. Nice, das Ding, ey. Sehr, sehr nice. So. Okay. Also, hatten wir schon mal den ersten richtig guten Einsatz hier von der neuen Flinte. Und ohne Scheiß, das Ding fühlt sich ja anders wild an. Alter, macht ja richtig Wäm, das Ding. Und dann sind da auch noch 5 Schuss drin. Uff. Uff. Mit der Slug-Muni. Ja, ich würde sagen, wir machen uns mal weiter auf hier Richtung Norden. Ich bin gespannt auf das erste Federviehzeug, was uns über den Weg läuft. Hoffentlich sind da ein paar Fasane oder Truthähne dabei, das wäre gar nicht schlecht. Und dann werde ich da natürlich auch schön mit dem feinen Vogelschrot da reingehen und dann mal gucken, wie wirksam das ist. Tatsächlich. Ich habe doch hier irgendwas gehört die ganze Zeit. Guck mal hier, da sind sie wieder, ey. Die Picaris. Picaris, die zweite Runde. Dann locken wir doch mal ein bisschen. Ich bin gerade halt hier auf dem Weg in Richtung Markierung. Schritte. Wieder Schritte close. Ja, mit den Picaris habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Aber na klar, die rennen natürlich auch überall hier rum. Und es wird wieder wild. Ganz close. Direkt vor der Nase hier.
Eins, zwei, drei. Wir fangen da hinten mit an. Was denn? Was denn? Stress oder was? Man muss ein bisschen aufpassen. Die können übelst aggro sein. Von daher immer mal so einen Notfallschuss noch mit drinne behalten. Aber ich glaube, da ist keiner mehr, ne? Nicht, dass man dann auf einmal angegriffen wird und über den Haufen gerannt wird. Ja. Okay. Auch hier mit der Alter. Das Ding haut aber auch rein, Alter. Ist ja ein Wahnsinnsgerät. Ist ja ein Wahnsinnsgerät. Ich bin gespannt, was die... Ich habe gar nicht auf die Wertung geachtet. Aber die sind auch komisch verfärbt, ey. Aber ich bin sehr gespannt, was die für eine Wertung haben. Speziell er jetzt hier, weil er so weit hinten war und so vorsichtig blieb. Auch da nur eine Silberwertung. Jo. Also, sensationell. Passt gerade wirklich gut. Ich bin übelst zufrieden mit dem Ballermann. Ist das krass. Bisher leider noch keine Vögel gesehen oder gehört. Der Rotluchs hat sich auch nicht wieder gemeldet. Wahrscheinlich rumgeschrien, rumgezätert und direkt das Weite gesucht. Jetzt kommt ein Kojote. Das ist aber ein bisschen weit weg. Das ist mir jetzt weit weg. Wir haben ja noch ordentlich Strecke vor uns. Also erstmal ein bisschen Strecke machen. Ja, das ist wirklich eigenartig. Wir haben ja jetzt hier wirklich viel Strecke gemacht. Und ich muss sagen, einiges an Rotluchsen noch gehört, die sich sehr vorsichtig hier durch die Gegend schleichen. Alter. Und nicht ein Federviehzeug gesehen. Ich bin ja extra schon umgerüstet jetzt gerade in der Zwischenzeit auf Vogelschrot. Nichts. Nichts. Nur die Pekaris. Also wirklich Pekari-Area hier. Und jetzt das ganze Stückchen gar nichts mehr. Ich bin gespannt, ob wir hier an dem Gewässer ein bisschen was entdecken. Hier war schon rumschnaufen. Und Schritte links. Ja, da, Pekaris. Ich muss direkt wieder umrüsten. Wir nehmen diesmal die andere Munitionsart. Und zwar das... Hier. Nehmen wir das, das Schrot. 16 Schuss. Da vorne sind sie. Wir könnten schon direkt... Ja, wir warten nochmal ab. Wir machen mal hier nicht ein auf Komplett-Eskalation. Wir gehen erstmal vorsichtig ran. Ein bisschen nachteilig ist, hatte ich gerade schon mehrfach gemerkt, hier gibt es kaum Möglichkeiten, gerade sich richtig gut zu verstecken. Das heißt, ich müsste mich entweder wirklich hinlegen und schleichen, robben. Ich schleiche ja jetzt schon, aber auch in diesen größeren Büschen hier kaum die Chance, richtig gut getarnt zu sein. Ich hoffe, ich kann jetzt hier so ein bisschen drauf. Und jetzt wird es gleich wild. Gut getarnt. Hier war doch, guck mal, da liegt einer. Och, so cute. Na, ist es denn? Hallo, Pekari. Wo sind denn deine Friends? Ist aber auch warm heute, ich sage dir, ey. Wir müssen erstmal langsam und ganz zart wachrütteln. Hola, Senor! Ah, da sind noch die anderen. Danke! Und da sind noch welche, Alter. Okay. Alter, ich hab den Stein getroffen. Alter, ich hab...
war das ein krasser Bam. Alter, er will mich angreifen. Reload! Alter. Siehste, zum Glück stehe ich auf dem Stein, ey. Die hat mich schon madig gemacht. Krack, krack. Da hinten. Picari Nemesis, Alter, jetzt geht's hier aber ab. Alter, das war heftig hier. Schön gegen den Stein gebrezelt, flach liegend. Oh, das hat aber gefetzt, ey. So, wen haben wir hier? Den Orsch weggetroffen. Und vorne. Ei, 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 ei. Bronzewertung. Das war jetzt nicht so ehrenhaft. Silberwertung. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier? Auch Silberwertung. Auch schön seitlich mitgenommen. Alles weitgerecht. So gehört das. Alter, abgefahren. Und was sie auch ganz gut Kohle bringen, ne? 10.000 jetzt, die paar Picaris. Kann man doch machen, ey. Das kann man doch machen. Das schmeckt. Hatte ich jetzt eigentlich die richtige Muni? Ne, siehst du, ich hatte schon wieder die Slug drauf. Und ich wollte doch... Ette hier. Naja, die ist halt auch deutlich knapper, ne? Die ist halt maximal bis... Ne, ne, ich bleib mal auf der Muni. Ich habe ja hier noch 13 Schuss dabei. Damit sollte ich doch weit genug kommen. Und es ist halt auch übelst effektiv, Alter. Wir gehen da mal ein bisschen hinterher. Jo, wir haben ja noch 13 Schuss, ne? Wir gehen da mal langsam hin. Und dann, räumen wir da mal auf. Puh, ey, was eine geile Area, Alter. Was ein geiles Ding. Was eine geile Map. Da vorne hatte ich doch gerade noch ein bisschen was gehört. Da, 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 da. Hier, hier, hier. Hier unten, oder? Ja, ja, hier. Weibchen. Ist dahinter? Dahinter ist auch noch einer. Da ist auch einer am... Hinter dem Baum. Ja, ja, jetzt bewegt er sich. Da, Männchen, Stufe 3, 30 Meter. Oh, da kommt noch einer. Danke, reicht. Der ist dazwischen gerannt, ne? Oh, oh. Nö, lass mich. Jag mich nicht, ich bin voll mit Schocki. Diese Pumpe, Alter. Eskalation. Oh. Da gucken wir lieber nicht drauf. Das war, die ist mir reingerannt. Ja, und da sind wir dann auch schon am Leuchtturm, am großen Aussichtsturm. Rennen wir mal rauf hier. Und angekommen, jawohl. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Einfach das mega weite Land.
Sehr, sehr cool. Guck mal, und da hinten ist doch die nächste Base. Das ist doch schön. Wegpunkt gesetzt. Sehen wir sie von hier aus. Ja, knapp zu erkennen. Ganz, ganz knapp zu erkennen. Ob wir das noch schaffen? Da müssen wir aber Gas geben. Ja, nach einem Gewaltmarsch haben wir es dann doch noch geschafft. Also straight up vom Aussichtsturm da ganz hinten. Einmal hier oben auf die Anhöhe. Und ich freue mich, denn hier oben die Anhöhe ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt für weitere Expeditionen hier in die Area. Die Picaris waren ja wirklich wild in dieser Folge abgefahren. Und ich glaube, da kriegen wir demnächst noch einiges mit. Ich bleibe in jedem Fall eine Weile noch weiter hier auf diesem grandiosen Ballermann. Ein abgefahrenes Gerät, mega gut. Da ist er hier, der Kuso Modell Ranchero. Alter Falter, ey. Was ein Ballermann. Geiles Ding. Freut mich, dass ich mir den gekauft habe. Lohnt sich. Auf jeden Fall erstmal noch gleich die Slug-Munition nachkaufen. Die haut ja auch übelst rein. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Weidmannsheil.